Ach egal, jetzt bleibt es immer rot, aber es nimmt, glaube ich, auf. Ich schaue gleich nochmal. Ah, oh, das ist doch schlimm. Java spinnt total, Fraps spinnt total, wenn La Java läuft. Okay. So. Also Java musste neu gestartet werden. Und Fraps brauchte die Neustartung von Java. Wahrscheinlich so. Spinnte total. Ich konnte einfach nicht mehr viel machen. Und es zeigte natürlich immer rot an. Also die Aufnahme war eigentlich immer am Gange. Ich hatte keine Kontrolle mehr mit dem Aus- und Anstellen. Schade, schade. Also die Treasure-Map habe ich gefunden. Wenn es überhaupt die war. Die Kiste. War aber nichts Gescheites drin. Und wir haben Eisen. Wenn wir jetzt keine Ding-Eisen herstellen kann, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Keine Eisenspitzhacke. Okay, gut. Eisenspitzhacke. Nochmals eine Eisenspitzhacke. Eisenaxt. Eisenschaufel. Gut ist. So, haben wir endlich wieder Tag. Ja. Und jetzt lasst mir bitte ein wenig am Leben. Wir brauchen noch ein paar Sachen. Pina Colada braucht irgendwas noch. Einen Wolf ist er feindlich. Scheinbar nicht. Hallo? Nicht kra knurren. Ein Ofen, einen Werfer. Oh. Ich hab Game Mode noch an. Ah, aus. Heute ist die Konzentration wegen diesem scheiß Fraps nicht gut. Ein Enderman. Was? Von Werwolf? Oh. Kann man da noch anständig überleben? Ah, noch ein Geist und ein Werwolf. Oh, bitte, anständig. Was sind denn das für OP-Kreaturen in diesem Mod? Wieso muss das so schwer sein? Der Werwolf hat mich one-hitted, der Wolf hat mich drive-hitted und ich hätte so viel Leben verloren. Das ist nicht gut. Und der hat sowieso keine Rüstung, oder? Ach, shit. Doch, er hat Rüstung. Ja. Und wir sehen irgendwie komisch aus. So, gehen wir hier nach oben. Erkunden wir die Gegend mal so. Und wieso ist es, wird es jetzt wieder Nacht? Ey, bleibt es jetzt eigentlich die ganze Zeit dunkel? Und wieso regnet es die ganze Zeit in diesem Biom? Da müssen wir das Biom auch wieder wechseln. Wenn es so weitergeht. Und es laggt natürlich wieder. Ah, das ist nicht mehr so Generierungslag, wenn etwas Großes generiert wird. Was brauchen wir denn noch für den Pina Colada? Könnte mal kurz nachschauen. Genau, das mache ich jetzt. Porte mich kurz nach Hause. So. Den Baum können wir dann nachher wegmachen. Der stört. Gut, bis gleich. Okay, ich habe alles. Die Kokosnuss muss man mit einem Schwert hitten. Kann man den an die hinpflanzen. So. Und jetzt müssen wir drei Wolle haben. Wir haben aber noch zwei Wolle.
Schaf, bitte irgendwo ein Schaf. Hier ist ein Dämonenpferd. Ich ercheat mir das kurz. Ich habe einfach ein Schaf gefunden. Und habe da eine Wolle gedroppt bekommen. Das ist doch nicht viel gecheatet, oder? So, ich habe 3 Wolle. Mache ich Cheat-Modus wieder aus. So, jetzt muss ich schauen. Kein Cheaten mehr. Bambus brauche ich. Pineapple. Und das Pferd nervt wie die Sau. So. Also das geht schon mal. Wir haben zu wenig Bambus. Natürlich. Wo ist der andere Bambus hingegangen? Da. Geht es wenigstens so? Ah, vielleicht muss er gefärbt werden. Okay, dann brauchen wir Farbe. Und ja. / Game Mode 1. Du gehst jetzt weg. /0. So. Wir improvisieren. Yay, ein Schaf. Wir brauchen noch ein Schlafding, dann töte ich die anderen Schafe auch. Und wir brauchen noch unser fliegendes Boot. Okay. Ich hoffe nur, dass in der Tropikraftwelt dann nicht zu OP-Monster kommen. Weil dann ist das unsere Anfänger-Ding. Welt, bis wir dann stärkere Dings sind, stärkere Sachen haben. Wir brauchen Bambus. Wir brauchen Bambus, nicht. Ah, schon wieder so ein Griefermob. Wieso müssen Griefermobs überhaupt in diesem Spiel geben? Ach, ich hasse das so. Da fühlt man sich einfach richtig verarscht. Nochmals ein Griefermob. Da ist wahrscheinlich 1.75 ist. Oh nein, 1.64. Machen wir das so. So. / Game-Rule. Keep Inventory Truhe. Ja, geht doch. Kein Items verlieren mehr und Game Rule No Mob Griefing Falls. Truhe. No Mob Grief. Truhe. Game Rule. Haben wir Game Rule. Keep Inventory. Rule. Keep Inventory. Truhe müssen wir machen. So. Und dann machen wir noch Mob Griefing nur. Mob
Briefing False. Noch etwas, nein. Gut, dann haben wir das gemacht. Die Monster sind nicht in der Nähe. Also. Gut, wir haben Wasser still bekommen. Wir haben Wasser still bekommen. Was heißt Wasser still? Papi, alle mal schnurren! Nein! Hier ist ein Dungeon, super. Aber können wir noch nicht betreten, ohne zu sterben. Und hier ist ein Spawn-Fail. Aber hier haben wir Bambus. Was ist denn das? Oh je. Ja, unsere Rüstung ist bald kaputt, wenn es so weitergeht. So, das Bambus brauchen wir unbedingt. So, zurück teleportieren. Es ist schon wieder Nacht. Oh Gott, es ist schon wieder Nacht. So. Brennen können wir nichts. Ja, bisschen Raum mutzen. Eine Kiste machen. So. Das ist Wolle. Bambustick. Kokosnussblätter brauchen wir. So. Dann machen wir zuerst die Wolle färben. Was könnten wir färben? Oder geht auch graue Wolle? Oder schwarze Wolle? Es geht nicht. Kann ich gleich mit euch schauen mal. Ja, so. Komisch, vielleicht seht ihr es nicht. So. Wir brauchen noch irgendwas. Zum Beispiel Blumen. Dort hat es Blumen. Ja, gleich drei gelbe Blumen. Gut, dann haben wir das. Und wir können es färben. Ah, wir können sogar noch andere Blumen. Wir bekommen mehr Farbe von den Blumen. Wenn es jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht. Hä? Ist doch Bambus-Shoot. Wurde das geändert? Chair. Ah, wahrscheinlich ist es einfach alt. Blocks. Stuhl, Chair. Was ist der Stuhl? Stair. Nee, das sind Stegen. Treppen. Ja, toll. Ich komme so nicht mehr weiter. Chair. Den da. Ja, die gehen so. Na toll. Jetzt ist wahrscheinlich das Wikipedia nicht ganz. Und es wurde natürlich wieder geändert. Ist er denn nicht auch?
Das regt auf. Das regt einfach auf. Ich weiß es nicht. Das ist gelbe Wolle. Dann schieten wir den Ding halt einfach. Legen diese drei Wolle weg. Und die Dinge auch. Die Bambus. Die sechs Bambusse weg. Und dann schieten uns dafür einen Stuhl. Chair. Den es überhaupt nicht geht, oder was? Muss ich jetzt alles durchsuchen? Irgendwo muss der Chess sein bei den Tropicraft-Items. Das sind Tropicraft-Items. Hier ist aber nichts. Ach Mist. Bambe. Das Pina Colada. Aber der Chair ist nirgends, gibt's den überhaupt noch? Und der Meteor ist runtergekommen. Scheiße. Sicher irgendwo in einen Baum rein. Wir haben so viele Items in diesem Mod. Finden Chair aber nicht. C. Der ist nicht dabei. Wenn wir jetzt hier das Rezept-Mode machen und dann Bambus annehmen, haben wir denn dann den Chair? Man kann aus dem gar nichts bauen. Man kann wirklich keinen Chair machen. Wie kommt man dann in die Welt? Wurde das geendet? Ah, hier. Bambustick. Okay. E, Option, Inventar, Rezeptmodus. Also so. Wieso geht das bei mir nicht? Ja, jetzt geht's plötzlich. Okay. Also, als Bambu-Stick und nicht nur Bambu-Kut. So, so, so. Cocktail. Und irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Dann gehen wir nochmals in den Cheat-Modus. Oder können die hier direkt so machen. Zeit. So. Ah. Natürlich. Oh je. Ein Werwolf war das, was so Glam gemacht hat. Die sind so stark.
So, aber ich muss Downtime machen. Wir gehen irgendwo hier hin. Hier ist eine unsichtbare Wand. Hier. Hier ist irgendwas Unsichtbares. Mal schauen, wie das geht. Ja, das geht. Okay. Die Cocktail bei Sonnenuntergang. Cheat-Modus und dann Downtime. Bei Sonnenuntergang. Richtung Sonnenuntergang. Das ist dort drüben. Ja, wir sind im Game Mode, darum können wir es auch eigentlich zu früh machen. Wenn die Sonne Ding. Also wenn wir jetzt trinken, können wir nicht. Ja, es geht. Gut. Haben wir das. Auch wenn wir nicht bisschen nicht legal gemacht haben, aber das nervt einfach. Also wir nehmen die Items dann später mit. Wir erkunden hier mal die Gegend. Und machen halt alles neu, was wir hier nicht haben. So. Ah, sind wir schon gewesen. Da unten hat es wieder eine Ding. Zwei sogar. Drei. Okay. So, endlich sind wir in Tropico. Und hier können wir so richtig gut chillig leben. Wenn es hier nicht alles die Monster gibt. Aber ich denke nicht. Und irgendwie sind die Wellen aus. Ich dachte, da gibt es den Wellenmod. Aber irgendwie nicht. So, und diese Dingblüten hier sind Früchte, die irgendwie nicht abgebaut werden. Oder nur zufällig kommen. Red Antui Turinum. Oh, ein Riesenbaum. Wollen wir dorthin wohnen? In den Riesenbaum? Das wäre doch chillig. Ach komm, hallo. Na? Bekommen wir keine Grapefruits. Grapefruit. Also der Baum ist dort chillig. Da ist sogar noch ein Vulkan. Ja, ein Vulkan. Nice. Okay, dann gehen wir dorthin. Aber zuerst muss ich hier noch den Spawn kennzeichnen. Spawn Tropi. So, hier ist der Baum. Dort drüben hat es noch ein bisschen bessere Landschaft, größere. Ein Berg. Also ihr dürft jetzt entscheiden, wo ich mich niederlassen soll. Vorläufig lasse ich mich beim Baum nieder. Aber dürft gerne sagen, wenn ihr irgendwo anders leben wollt. Also Let's Play sehen, wie ihr lebt, wo ich lebe. Und ja, ihr dürft noch mehr wünschen, also nur ab und zu in die Kommentare schreiben, was ihr so wünscht. Und irgendwie passiert einfach gar nichts. Kommt nichts runter. Früher war das so, man konnte mit den Händen einfach diese Früchte abbauen. Und dann kamen die raus. Okay, jetzt wurden sie seltener gemacht. Aber ich habe jetzt einen. Und der ist ja mega groß, der Grapefruit. Gott, oh Gott. Wurde auch vergrößert. Ich habe den Mod richtig lang schon gezockt. Es war vor 2 Jahren oder so. Da waren wir natürlich noch nicht so weit. Und seitdem kamen zum Beispiel NPC-Siedlungen und eben Vulkane herbei.
Früher gab es nur so Tiki-Statuen herumliegen und sonst nichts. Ja. Okay, dann gehen wir dorthin und machen uns eine kleine Hütte. Und nebendran. Ah, oh, es sieht leider nicht ganz so schön aus, der Baum. Er ist ein bisschen krumm. Der Vulkan bricht hoffentlich nicht aus. Und hoffentlich gibt es hier auch noch nicht so viele Gegner. Was könnten wir hier machen? Treppen ringsum nach oben. Oder sollen wir einfach irgendwo anders hingehen? Ja, es ist halt sehr aufwendig, den Baum irgendwie zu benutzen. Ja, mal überlegen, hier ist es schon fast gecheatet, so viele Schriftrollen gibt es hier. Wir gehen mal auf den Vulkan und beobachten ihn mal. Hier auch Keep Inventory anmachen. So. Das müssen wir in jeder Welt machen, die wir betreten. Weil so ein Ding ist nicht gut, wenn wir immer das Inventar aufräumen müssen und vom Ding Grabstein holen. Okay, wir kommen leider nicht so gut nach oben. Chunk O'Head. Kopfmüll. Müll des Kopfes. Ach, schade. Hallo? Da brodelt der Vulkan. Ich gehe jetzt nach oben. Wenn wir irgendwie die Lava zügeln können, können wir auch im Vulkan leben. Ich könnte zum Beispiel hier mal alles zumachen. Und da machen wir das als Glas. Und dann haben wir einen Vulkan. So. Und so. Dann nehmen wir doch den Vulkan als Basis. Wieso nicht? Ich bin doch so verrückt. Ich weiß, was ich mache. In Austin Powers 2 hat der Bösewicht Dr. Evil eine Basis in einem Vulkan gemacht. Wir machen eine Basis, eine Geheimbasis. Huhu. Und rächen uns dann bei den Monstern, die uns immer wieder getötet haben. Wie Dr. Evil verlieren wir auch immer die ganze Zeit gegen Monster und gegen Agenten. Dann müssen wir uns gut vorbereiten. So.